Die hatten gesagt, sie wird nicht 5, ohne dass wir nochmal chirurgisch an das Herz dran müssen. Mittlerweile ist sie 8, ne? Also hat das ganz gut überschritten zum Glück. Also sie kann nicht selbstständig laufen, sie kann selbstständig sitzen mittlerweile, kann nicht sprechen und kann so einfache Zeichen wie aufstehen, essen, trinken. Damit kann sie sich halt verständlich machen und die benutzt sie auch ganz rege. Dass wir gemerkt haben, da stimmt was nicht, das fing so schleichend an. Ja, dass eigentlich schon 12 Stunden nach der Geburt hieß es dann, okay, die hat vielleicht einen Infekt, die ist nicht so richtig fit, die kann die Temperatur nicht halten. Und dann hat sich das immer weiter so stufenweise aufgebaut. Ja, vielleicht ist da noch ein Problemchen, vielleicht ist da noch ein Problemchen. Bis das dann im Prinzip am dritten Tag so eskaliert ist, dass das Herz so schlecht wurde, dass sie dann im Prinzip fast gestorben wäre. Man merkt schon, dass es anders ist und so, aber ich finde das eigentlich, also ich bin nicht neidisch oder traurig oder so, sondern eigentlich ist das ganz normal für mich. Die Familie von meinem Schwager zum Beispiel, ne? 2 Erwachsene, 2 Kinder, komm, wir gehen zum Strand, alles klar, die nehmen ihre Sachen und die laufen los und sind fertig. Und wenn wir da halt loslaufen, dann ist es immer wie so ein halber Umzug, ne? Dann hat man einen Wagen dabei und dann hat man ein Wickelzeug dabei und dann hat man Spielzeug dabei und ist eigentlich mit 2 großen Rucksäcken und einem Kinderwagen und halt einem mittlerweile fast 20 Kilo schweren Kind unterwegs. Also da merkt man dann den Unterschied schon deutlich, ja, zu einem gesunden Kind. Also so am Anfang wünscht man sich vielleicht bei Nintendo Neustart, ja. Aber das geht halt nicht. Insofern muss es einfach immer weitergehen im Leben als One Take.